Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind immer noch im Farmland und wollten hier jetzt Mais klauen. Und werden das auch so umfangreich wie möglich tun. Hier ist tatsächlich relativ gut voll. Und daraus bauen wir uns dann nachher fleißig Samen für unsere eigene Maisfarm. Haben auf jeden Fall so eine Grundversorgung sichergestellt. Ich weiß gar nicht, was man aus dem ganzen Mais machen kann. Aber ich würde einfach mal vermuten, dass man die auf jeden Fall grillen kann. Wenn die dann noch entsprechend nahrhaft sind, coole Sache. Dann sind wir da schon mal so ein bisschen autonom. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier Living of the Lands geskillt, wodurch ich mehr kriegen sollte, aber irgendwie ist das nicht so recht der Fall. Ich krieg trotzdem nur einen pro Pflanze. Ärgerlich. So, die Frage ist jetzt, wie viel nehmen wir mit? Bei 300 wäre schon gut, ne? Ich meine, man braucht 4 Stück, um eine Pflanze oder einmal Pflanzensamen zu machen. Dem wären ja eigentlich 400 eine nette Idee. Dann hätten wir genau 100 Pflanzen. Damit sollten wir ja ganz gut auskommen. Wenn wir die hier zusammenkriegen, heißt das. Die sind ja tatsächlich noch relativ gut in Schuss. Hier ist zwar auch eine Menge verdorrter Scheiß zwischen, aber das macht uns ja nichts. Ne? Denn hier ist ja gleich noch ein Feld. Meine Fresse. Braucht tatsächlich eine Weile. So. Fast die Hälfte geschafft. Ich weiß gar nicht, wie groß ein Stack ist. 150. Tatsächlich mit der Faust, ne? Kaum Stamina-Verbrauch, kann man das hier ratzfatz runterhacken. Das geht echt schön schnell. Ups, das wollte ich nicht. Egal. So. 185. Es nimmt gefühlt kein Ende. Oh, Hälfte ist geschafft. Hat auch nur 3 Minuten gedauert. Das geht ja tatsächlich. Schlimmeres erwartet. Wir haben es noch früh morgens. Das heißt, wir können auch relativ beruhigt wahrscheinlich nachher nochmal auf Tour gehen. Also wenn ich im Rahmen dieser Folge überhaupt zu Hause ankomme. Und ich wieder irgendwie dümmlich sterbe oder sowas. Das wäre tatsächlich ganz schön scheiße. Denn wie wir gelernt haben, mein Schlafsack ist ja nichts mehr wert. Ob ich den nun platziere oder in China platzt ein Sack Reis, kommt aufs Gleiche bei raus. So. Das war's dann auch gleich mit dem ersten Feld, glaube ich. Ich glaube, das. Also, ich glaube, die eigenen wachsen auch wieder nach. Bei denen hier sieht das irgendwie nicht so aus. Ja, da wird dann da unten noch so ein Stream übrig. Aber bei denen ist das wohl so ein One-Way-Ticket. Zack, zack. Daraus kann ich dann, wenn ich nachher unterwegs bin, eigentlich auch schon die
Samen machen. Saat. Und dann müssen wir irgendwann mal gucken, wo wir die Felder tatsächlich anlegen, weil es ist ja noch ein bisschen unwegig bei uns. Muss da vielleicht nochmal umgebuddelt werden? 300. Drei Viertel ist durch. Es kommt doch eine Menge raus hier von so einem Feld. Oh. Ich glaube, wir haben Besuch. Wir bleiben einfach in Bewegung, dann sollte das gehen. Müssen wir uns nicht gleich darum kümmern. Das war's so ziemlich. Moin. Das ist wahrscheinlich der Eigentümer. Ne, tut mir leid. Ja. Jetzt, was bist du jetzt so? Ne, ich habe mir halt ein bisschen kronstibitzt. Ich kann wahrscheinlich froh sein, dass er nicht mit einer Schrotflinte auf mich losgegangen ist. Vielleicht finden wir noch seine attraktive Tochter. Ich bin mir ganz sicher, das wird passieren. Oder es war die, die ich da vorne bei der letzten, am Ende der letzten Folge platt gemacht habe. Aber dafür war er eigentlich nicht aggressiv genug. Ne? Er war ja noch ganz nett. Er hat ein bisschen gegrummelt. Ja, meine Güte. So. Das ist fertig, würde ich sagen. Da kommt nicht mehr viel. Also geht's hier weiter. Korn. Ich weiß gar nicht, ob man das destillieren kann auch. Schön Whisky brennen. Zack, 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 zack. Ach ja. Oh. Da ist auch noch wer. Vielleicht sehen wir sie auch. Ernsthaft? Mit der Faust? Wie geil ist das denn? Ich nehme gar keine Waffen mehr, weil das hier bare-knuckled. Ich habe wahrscheinlich schon mal mit dem Hund oder sowas gekämpft, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die mit einem Faustschlag ins Gesicht fertig mache. Ich meine, das war nicht mal Power Attack, das war stinknormaler Angriff. Weil dann renne ich hier nur noch unbewaffnet durch die Gegend und habe quasi unendlich Stamina. Oder ich bin einfach gerade noch ein bisschen schlecht gelaunt von der Nacht, weil das so super beschissen gelaufen ist. So. Jetzt müssen wir auch langsam bei 400 angekommen sein. So, dass wir uns schick Maispflanzen machen können. Ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Wenn wir da erstmal so ein bisschen autark sind, das wird gut. Ich so eine Ausflüge hier eigentlich nur noch machen muss, um Munition ranzukriegen. Ne, muss man nochmal gucken, wie lange die Dinger bauen. Wie lange man mit dem Feld dann auskommt. Ne, so, wenn der Nerd noch mit dazu kommt, haben wir ja festgestellt, ist die Nahrung relativ fix weg. Da hat man nicht lange Freude dran. Ne, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben, jetzt esse ich schon Korn. Achso, der Stack ist voll. Wir haben sogar schon 500. Das kommt doch gut. Gucken wir mal. Seed, Korn Seed. Können wir 125 Pflanzen machen. Das ist doch in Ordnung. Achso. Ja, der ist die fleißig. Bin ich davon eigentlich krank? Nö, überhaupt nicht. Geilo. Wo war das? Wo kam das her? Ach da. So ein Kriecher hier. So, den Scheiß hier weg. Ich glaube, ich will noch mehr. Ich mach noch mehr. Wieso macht er denn da jetzt den Mais hin? Der soll da nicht liegen. Da soll er liegen. Alter, gehen wir mal auf den Puffer, ey. Das nervt ja, aber schön, dass er auch den Rasen frisst. Gleich noch ein bisschen Wegner-Zehrung.
ich darf auch nicht vergessen, ich bin eigentlich ja auch wegen Munition unterwegs, nicht nur wegen Nahrung. Das ist... Ich weiß nicht, ob es klug ist, was ich gerade mache. Moin. Ups. Und wieder ein Level up. Ist doch schön. Läuft doch. Wow. Ich wollte gerade sagen, das war nah. Ne? Ich mache wohl langsam ein bisschen viel Krach hier. So, dass sie mir dann doch langsam auf die Pelle rücken. So, wie viel haben wir jetzt hier? 53. Machen wir den 100er Stack voll. Sprich 47 noch. Und dann ist doch alles tutti. Dann geht's ab nach Haus. Vielleicht kommen wir da sogar lebendig an. 20. Ne? Langsam vorbei hier, ja? 20 noch. 17. So. Sind bei 47. Gleich angekommen. 43, 44, 45, 46 und 47 sollten da genau 100 sein. Genau. Zack. Machen wir die noch fertig. Und dann ist das noch gut. Gucken wir uns noch die Scheune da hinten an und dann, obwohl, gucken wir da noch. Nee, ich glaube, wir düsen heimwärts. Wir gehen auch querfeld ein und entdecken dann vielleicht nochmal ein paar Sachen. Oh, ich glaube, ich habe eine Nahrungsmittelvergiftung. Lebensmittelvergiftung, ja. Die ist übel. Jodi, kotz dich mal. Immer raus damit. Ja, aber die halbe Folge jetzt damit verbracht, tatsächlich Korn zu schlagen. So. Gucken wir doch mal, was wir jetzt noch hier Schönes finden. Ach, wir wollten ja eigentlich nochmal zum Händler, ne? Blöde Quest wegbringen, ey. Ich meine, das haben wir schon ewig und drei Tage auf dem Zettel. Nimm das Ding. Eigentlich sollten wir das machen. Eigentlich wäre das klug. Aber eigentlich ist eigentlich immer so eine Sache. Das ist auch noch wieder ein Riesenumweg und wir rennen wieder über Terrain, das wir uns schon auswendig kennen. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Platsch. Ja, da hinten wäre eine Brücke gewesen, egal. Ich benutze noch meine eigenen Brücken, weil die aber viel cooler sind. Da ist auch nichts los hier. Komplett tote Hose. Ach, guck mal. Da noch einer. Plopp. Na komm. Das lebe die Stamina. So, ein bisschen haben wir wieder. Bis wir da sind, ist weg. Scheiße. Ey, renn doch nicht weg hier. Genau. Ich doch umbringen. Kommen wir denn da hin? Oh, jetzt haben wir einen kleinen Hügel. Ich kann mir da ein bisschen was erspähen. Du gefällst mir aber gar nicht. Ich möchte nur die Beine wegschlagen. Wollte ich sowieso mal ausprobieren. Wir probieren das mal. Einmal Bein abtrennen, bitte. Will nicht. Kriegt ihr jetzt noch? Nö, steht wieder. Gut, Beine verlieren die ja so nicht so gut. Aber immerhin Arme geht. So, was gibt's denn hier Schönes zu sehen? Man kann dem Flusslauf ganz schön folgen. Und ansonsten sind hier nur viele Bäume im Weg, die mir die Sicht versperren.
Da war eben noch so ein einsamer Zombie. Die Frage ist, auf welcher Seite vom Dings bleiben wir? Auf welcher Seite vom Berg? Gucken wir da mal. Oh, ich glaube, wir können gleich zu Hause sehen. Oder ist das ein anderer? Nee, das ist noch ein anderer Teich. Ja, schöne Scheiße. Müssen wir ja nochmal außen rum rennen. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Oh, wir haben Durst. Langsam klopft auch der Hunger an. Zeit, dass wir nach Hause kommen. Wie viel Speck. Müssen wir tatsächlich einmal komplett drumherum rennen. Ja, ärgerlicher Scheiß. Und hier ist auch nicht so eine schöne Insel drauf wie unsere. Unser kleines Bollwerk. Da haben wir ein Häuschen. Einige Häuser haben wir hier. Das ist ja schon mal was wert. Flyer haben wir jetzt 33. Wird doch langsam. Da werden doch auf jeden Fall noch ein paar Mahlzeiten fertig von. Und Ruhe. Ein paar mehr Häuser. Na, uns die Garage zumindest mal angucken. Ja, machen wir, oder? Ich meine, wir können nicht großartig was mitnehmen, aber drauf geschissen. Rums. Ja, bringt auch nichts. Nur ein alter Koffer, der auch nichts drin hat. Na super. Kühlschrank, den wir nicht looten können. Naja, gut. Das war jetzt nicht so ergiebig. Aber gut. Mehr Eier. Gucken, alle auf Klo. Moin. Alles gut bei euch? Trübes Wasser. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben noch genug im Zweifelsfall. Also im Teddy-Tool ist da noch eine ganze Menge. Ja, übrigens habe ich in den Folgen dann auch sämtlichen Krempel oder nach den Special-Folgen sämtlichen Krempel rüber geschleppt. Ja, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Ich bin da wirklich ein paar Mal hin und her. Aber jetzt ist alles schon mal im neuen Haus und wir könnten uns bei Zeiten vielleicht mal ums Dach kümmern. Und wir müssen definitiv noch einen Graben ausheben, wie wir ja festgestellt haben. Denn ansonsten hauen die uns das so schnell zu Klump. Und ich bezweifle, dass es in der zweiten Blutnacht wesentlich besser werden wird. Wenn wir da nicht an der Verteidigung arbeiten. Selbstschussanlagen, ich sag's euch. Ne, als altes Grenzkind weiß ich, wie effektiv Selbstschussanlagen sind. Ne, und ich glaube, hier laufen da auch keine lebenden Menschen mehr rein. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Von daher, feste drauf. Ein Malerpinsel. Blöcke bitte am Malen. Bringt mir das was? Oder habe ich irgendwas, was ich nicht brauche? Ja, komm. Papier habe ich mehr als genug. Und da hinten haben wir noch ein schickes Auto. Das nehmen wir auch noch mit. Oh. Irgendwas Cooles für dich. Ja, genau sowas. Perfekt. Für unsere Forge der Einsatz. Wo denn? Ach, da. Aber die 9mm Munition will ich definitiv auch haben. Die bleibt nicht hier. Ein Holz bringt uns gar nichts. Da lieber die Mumpeln. Und weiter geht's. Das war doch ein freudiger Fund. Das finde ich gut. Ja, falls ihr euch wundert, wo jetzt Forge und Werkbank sind. Die Forge ist auf jeden Fall schon mal da in meinem kleinen Geheimprojekt, das ich euch in der letzten Folge kurz geteasert habe, nenne ich es einfach mal. Und die Werkbank habe ich noch gar nicht wieder aufgebaut, ne, weil die auch da in mein Geheimprojekt mit rein soll. Aber soweit sind wir noch nicht.
Das braucht noch ein wenig Zeit. Und wird wahrscheinlich vor der nächsten Blutnacht auch überhaupt nichts. Ja, einfach weil ich da viel zu lange für brauche. Das ist ein recht anstrengendes Projekt. Oder besser gesagt monoton. Anstrengend ist es gar nicht so sehr. Ja, und da die wichtigen Sachen sind da auch schon fertig. Von daher kann man das zwar schon grundlegend nutzen, aber den schicken Effekt, den ich mir da gewünscht habe, den habe ich noch nicht. Und von daher werde ich das noch weiter vorbereiten. Und erst präsentieren, wenn es dann auch nach was aussieht. Jetzt sind wir 20 Minuten. Ja, letzte Folge haben wir überzogen. Schauen wir mal, wie lange wir die hier machen. Wo sind wir jetzt? Ah, fast da. Sehr schön. Die unbekannten Gefilde fast hinter uns gelassen. Dann schwimmen wir noch einmal über den See. Und dann sind wir doch schon da. Und mir ist aufgefallen, ich muss noch wieder eine Tür bauen. Die haben die irgendwie in der Blutnacht ja ganz schön zerdeppert. Ja, ich hatte auch überlegt, eine Zugbrücke bei der Brücke hinzumachen, aber das macht auch überhaupt keinen Sinn. Einfach weil die ja eh unten im See lang rennen und wir da quasi null Nutzen von haben. Obwohl, in so einer Rückwärtsverteidigung könnte das vielleicht was bringen, wenn man auch so einen Turm zubaut, wo man sich raufstellen kann und dann runterballern. Aber selbst dann fallen die ja wahrscheinlich nur dämlich ins Wasser und kloppen die Stützpfeiler kaputt. Also, ja, Brücke ist cool. Also, zum reinen Nutzen, aber so als Verteidigungspunkt ist das nicht das Geilste. Wo war der andere? Egal. Weiter geht's. Ach ja. Wie aufregend. Hier ist echt nichts, ne? Wir sind seit Minuten nur durch den Wald gerannt. Keine Häuser, keine Straßen, kein gar nichts. Also zum Eierfinden ist es vielleicht relativ gut, weil man wirklich das relativ ganz laut sagen muss. Aber ansonsten ist hier ja, wenig von Erfolg gekrönt, das Ganze. Ich hätte gedacht, ich finde hier noch ein bisschen was, aber nö. So, jetzt muss doch langsam mal der scheiß See ins Blickfeld kommen hier. Kann wohl nicht angehen. So, kurz Stamina aufladen. Ja, der gute Junge kriegt langsam Hunger. 72 nur noch. Fresse halten. Fett aufs Maul. Ja, fast 50 Eier. Zumindest das hat was gebracht. Und wir wissen, wo wir gleich hin können, um noch ein bisschen Beute zu machen. Ups. Also mit Anlauf ins Gesicht scheint tatsächlich ein bisschen was zu bringen. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich direkt auf die hintere zu, ne? Oder ist das unsere? Ich sehe kein Haus. Doch, das ist unsere. Oha, da muss ich die Weitsicht nochmal ein bisschen einstellen. Die kann man bestimmt noch ein bisschen erhöhen. Ja, dass da unser Haus so spät aufploppt, finde ich kacke. Und hier muss definitiv noch eine Brücke rüber. Das dürfte dann ordentlich was an Zeit sparen. Weil so wie es jetzt gerade ist, ist das ja absoluter Müll. Jedes Mal hier rüber schwimmen ist doch scheiße. Zumal auf der Seite ja tatsächlich weit weniger Loot noch zu holen ist. Während der Weg Richtung, was ist es? Osten echt erfolgsversprechend ist. Ja, dann haben wir ja jetzt ordentlich Saat mit. Das heißt, ihr könntet mir eigentlich mal in die Kommentare hauen, wo ihr hier am liebsten das Feld sehen würdet. Ja, das heißt, ich werde dann offline wieder mal ein bisschen hier Felsen kaputt hacken. Und das Gebiet einebnen. Da kommt ein schönes großes Feld hin. Ja, 105 ist ja durchaus ordentlich. Ach, hier brennt das Feuer noch. Ja, Teil meines Geheimprojektes.
Und da können wir jetzt tatsächlich ordentlich Speck machen. 24, damit kommen wir eine Weile aus. Ja, damit würde ich die Folge dann auch an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal würden wir dann wieder auf Beutezug gehen. Ne? Also wir haben bisher erst ja, ein bisschen was an Munition gefunden. Das ist nicht die Welt. Obwohl 46, das ist schon gut. Und ja, haut mir in die Kommentare, wo wir das Feld hin basteln. Ne? Ich werde da einen kleinen ich werde es auf jeden Fall ein bisschen absenken müssen, weil ich das hier wohl eher nicht auffülle. Aber sagt einfach, wo es hin soll. Ich mache mir dann einen Schädel. Ne? Dann danke ich euch fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.